Ja, jetzt habe ich verkackt. So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Okay, hier oben geht's nur aus dem Raum raus. Nee, hier muss ich nicht lang. Komme ich hier irgendwo hin? Nö. Kann ich das irgendwie? Ja. Okay, von hier komme ich nicht hin. Vielleicht. Vielleicht hier irgendwo? Auch nicht. Okay, ich hätte gedacht, dass wir vielleicht von unten hochkommen. Aber wo kommt man denn da lang? Ich will es echt wissen. Also von der linken Seite komme ich nicht ran. Von hier komme ich auch nicht ran. Ich muss da irgendwie hin. Die Frage ist, wie? Nee, das kann ich nicht. Okay. Kann ich vielleicht hier irgendwo langkrabbeln? Auch nicht. Wie kommt man denn da lang? Kann mir das mal bitte einer verraten? Gut, dann probiere ich mal was anderes. Na, das war schon wieder dumm. Ja, super. Aha. Nee, das bringt nichts. Ich werde ja sowieso noch da geschleudert. Okay. Geht das ohne? Nein, das geht nicht. Scheiße. Gut. Ah, das muss doch irgendwie klappen. Da muss man doch irgendwie hochkommen. Also nicht einfach nur durch. Vielleicht kommt man ja von da. Nee, auch nicht. Vielleicht von hier. Oder vielleicht von hier oben. Nee, auch nicht. Boah, ich weiß echt nicht, wie man da langkommt. Das bringt nichts. Okay, kannst auch nirgends lang, ne? Also nicht hier irgendwie was freihauen oder so. Och Mann, wie kommt man denn da dran? Ich hab's echt keine Ahnung. Ich glaube, das muss ich nochmal nachgucken. Ja gut, dann hier raus. Dann will ich mal gucken. Wenn ich da jetzt so nicht rankomme, möchte ich dann halt wirklich mal schauen, wie ich dann einfach hier rauskomme. Nee, das haben wir schon. Rauskommen und dann will ich mal gucken, was uns noch fehlt. Wenn es wirklich nur dieses eine Ding fehlt, dann ist das okay, aber es wäre dann ziemlich eklig. So, Mädchen, lauf! Ah, komm, nimm's mit. Nimm die Kohle mit, war jetzt nicht so viel. Jo, Opa, wir wissen's. Einfach durchrennen. Ich wette mit dir, bis ich das nachgeguckt habe, die Folge oben ist, werden tausend Leute in der Folge schauen. So macht man das, Graf! Und ich habe das dann wahrscheinlich in der Aufnahme schon längst fertig. Oh, das ärgert mich jetzt schon so ein bisschen. Ich nehme so eine Piratenfackel. Komm, von denen haben wir doch ein paar. Yay, wie sie sich freut. So, gut. Ja, das ist genau das, was uns noch fehlt. Wir haben hier keine Tinkerbeds gefunden.
Das kann doch nicht sein. Nee. Nee, das mache ich anders. Hier gehe ich später hin, wenn wir alles haben. Deswegen Schlammpampeninsel. Boah, ich glaube, das ist so eine Insel, die ich echt hasse. Super, es stinkt. Wir haben 3/5 der Macht des Pirate Masters abgeschnitten. Er hat uns sicherlich mittlerweile bemerkt. Er wird von seinem Grab aus versuchen, uns zu behindern. Aber genug davon. Wir haben etwas anderes zu besprechen. Ich glaube, ich habe den Ursprung der dunklen Magie gefunden. Wie? Ausschlussverfahren. Als die Genies den Pirate Master besiegt haben, mussten sie dafür ihre gesamte Macht verbrauchen. Sie verwandelte ihn zu Asche und Knochen. Ohne Magie verschwanden die Genies von dieser Welt. Keine Genies mehr, keine Genies und ihre helle Magie mehr. Kein Pirate Master und seine dunkle Magie mehr. Nur du. Ich? Als ich deine Magie für meine Zwecke, Lee, erinnerst du dich, dass ich mir etwas gewünscht habe? Da übernahmst du meine magische Hälfte und nutzte sie für Böses. Daher hast du sie in dunkle Magie verwandelt. Das stimmt. Aber ich habe sie danach zerstört. Vielleicht, vielleicht nicht. Es ist eher wahrscheinlich, dass du die Magie verstreut hast. Warum sagst du das? Weil Magie niemals wirklich zerstört werden kann, nicht wahr? Ich weiß nicht. Kurz nach dieser Begegnung begann der Fluch, der auf meinen Männern lastet, zu wirken. Was zeigt, dass eine neue Quelle von dunkler Magie gefunden wurde. Oh nee. Was auch immer der Ursprung der Magie ist, wir können uns später damit befassen. Du hast eine andere Stätte des Bösen zu finden. Kann das wahr sein? Nutzt der Pirate Master meine Magie? Ready to go! Los geht's, Mädchen. Oh. Die sind so eklig hier. Jetzt muss ich aber echt. Na kommt runter, ihr Lümmel. Ja, die schießen jetzt hier. Also hier geht es jetzt richtig rund. Hier musst du arg aufpassen. Das bist ganz schnell. Ja, ganz. Was ist das denn? Oh, natürlich wieder. Ja, hier geht es halt richtig rund. Wenn schon, denn schon. Ich versuche hier alles mitzunehmen, was geht. Boah, das ist so gemein. Die kommen einfach so aus dem Boden raus. Wenn du nicht weißt, wo sie stehen, dann kann es natürlich echt... Vor allem sind die eklig. Warum müssen das immer Frauen sein? Na komm, drauf geschissen auf den einen. So, weg mit der. Schnell weg damit. Deswegen bin ich eigentlich... Kannst auch hier durchkrabbeln, aber irgendwie... Finde ich das ein bisschen gruselig. Selbst für... Chanté-Verhältnisse. Boah, du Elendes. Also hier durchrushen ist echt nicht. Boah, das ist so gemein, ey. Eiskalt, ey. Einfach schnell weg hier, ja. Gar nicht erst anfangen. Oh ja, ich möchte auf jeden Fall speichern. Das Mädchen hat schon ordentlich einstecken müssen. Ich hätte mir vielleicht doch mal Dingsbums holen sollen, einen Trank oder so. Ich habe nämlich nicht weder einen Trank noch einen Autotrank. Ist die Frage, ja komm, ich versuche es irgendwie so hinzukriegen. Ja, die machen nämlich natürlich jetzt auch ordentlich Damage, ne? Okay, da oben ist was. Die Frage ist, wie komme ich da hin?
glaube, da komme ich noch gar nicht hin. Da ist ein Tinkerbett. Aua. Oh, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Ich muss jetzt irgendwas essen. Ist gut, dass wir schon mal ein bisschen was finden hier. Dann kommen weißt du was? Hummerschwanz. Ich esse mal ein Fleischspießchen. Super. Komm, ich nehme noch einen. Chantea hat Hunger. Natürlich versuchen hier irgendwie nach oben. Nee, das geht so, glaube ich, nicht. Boah, das ist so gemein, ihr Lümmel. Ja, die fressen auch wirklich mittlerweile viel, ne? Ja, die Fleischlutscher hier möchte ich eigentlich nicht haben. Weißt du, so ein Herzen gibt einen und die machen zwei Damage einfach mal eiskalt. So, jetzt einfach rüber hier. Gar nicht lange schnacken. Oh, diese Mistviecher, die sind so ekelhaft. Oh, die kommen einfach aus dem Boden. So, was haben wir denn hier? Was? Wer bist du? Ich bin ein Hexer. Nein, wir wissen nach Witcher 3, wie ein Hexer auszusehen hat. Hinter diesem Tor. Das Dorf der verlorenen Seelen. Verlorene Seelen? Das ist ein Ort, getrennt von den Lebenden. Und jene, die weitergezogen sind, du darfst diesen Ort nicht betreten. Haben wir irgendwas schon für den? Nee, ne? Shampoo, Creme, Rückwärtsflitzer. Fossil. Bring es zu Onkel Mimiks Werkstatt. Ah, wir müssen das Fossil nehmen und dann zurück. Oh. Schaffe ich das so überhaupt? So, wir müssen zu Onkel Mimiks Werkstatt das Fossil bringen und dann, glaube ich, baut er uns daraus eine... Oh, Mann. Diese Scheißspinnen. Ey, oh. Alter Schwede. Also die Insel ist echt hart. Also, oder ich verkacke gerade extrem. Naja, ein Tinkerbett und ein Fossil. Das Fossil müssen wir zu Onkel Mimi bringen. Also wir kriegen hier, glaube ich, auch irgendwie eine Fähigkeit oder so, mit der wir vielleicht da hochkommen können. Mal gucken. Boah, diese elenden Gnome, ey. Ich speichere doch mal lieber ab, falls mir was passieren sollte. Alter. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Die ziehen ein fettes halbes Herz ab. Da muss ich extrem aufpassen. Probieren wir es nochmal. Ah, wir haben wieder Vollherz. Super. Wir haben aber noch diese... Dingsbum, das Fossil, okay. So, hier war noch einer. Die sind auch gar nicht so einfach zu erkennen, muss man gestehen. Oh, drauf geschissen, als drauf. Alter, was war das denn? So, weg mit dir. Weg mit dir. Und drüber. Und drüber. Aua. Ja, komm, ist egal. Ich gehe dann später nochmal in die Kräuterquelle baden mit der Chantee. Und daher einfach hier so gut es geht drüber. Und Moment mal, das... Ja, das ist mir jetzt aber wert. Nee, okay. Gut, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie irgendwas versteckt oder so. Vergiss es. Du gehst mir... Oh Mann, du Ratte. Jetzt mache ich dich aber fertig. Alter, die ist übel, ey. Das ist mein Kryptonit. Von daher... So, ich muss jetzt zurück
zu Shuttle Town. Da fehlen auch noch zwei Sachen. Das eine weiß ich, das andere bin ich mir nicht sicher. So, Onkel. Onkel, kannst du mir dieses Fossil analysieren, bitte? Lass Bolo das machen. Er muss üben. Oh.